Sieben Tage lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Da fängt der Fuß uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keine Menschen allein, wir gehen zusammen. Nicht mehr jetzt werden wir gleich eingeschossen. Da fängt der Fuß uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keine kämpft allein, wir gehen zusammen. Wer Atomenergie für die Zukunft betreiben will, wer den Weg zu den erneuerbaren Energien verbauen will, dem werden wir Widerstand entgegensetzen. Und wir werden um 13 Uhr, ich muss sagen, versuchen pünktlich, von hier die Umzingelung zu starten. Auf der anderen Seite von mir, hinten rüber zur Brücke, ist der Weg, von dem wir diese Umzingelung auch starten werden. Wir werden 13 Lautsprecherwagen da vorne postiert haben. So, Anführung wird die Demonstration der Wagen mit der ersten Attacke kommt noch mit dazu. Und am Ende wird dann die Raver, wird dann ordentlich geraved, da gibt es noch zwei Raverwagen, die dann am Ende unseres Zuges fahren. So, dieses Geräusch wollen wir hoffentlich in diesem Land nicht im Ernstfall hören, deswegen sind wir hier. Euer Fluchtweg ist weg von der Bühne, genau in die Hand. Atomkraftwerken sind, sollen ausstehen. Die Angst vor Waffen haben in der Hand von einem Kind, sollen ausstehen. Alle, die im Unbehagen immer nur im Magen tragen. Ich wage, was zu sagen, nur von ihrer Lage klagen, sollen aufstehen.
wo dieses Jahr noch ein Pastor fahren soll. Dann soll in diesem Jahr und Anfang nächsten Jahres von Karlsruhe 20 Strecken. Da wollen wir dezentrale Aktionen machen, in den Bahnhöfen sichtbar werden, aber auch auf Brücken, über die Gleise hinweg und so weiter, um eben zu zeigen, wo überall der Castor langkommen kann. Das ist der Unterschied zu unseren Protesten Anfang der 70er und 80er Jahre, als wir gesagt haben, wir müssen einsteigen in die solare Zukunft. Die solare Zukunft ist da, wenn wir wollen. Hier stehen mehr Menschen auf dem Platz, die selbst Strom erzeugen, meine Damen und Herren, als diejenigen Menschen, die in den entsprechenden Atomkraftwerken beschäftigt sind. Das heißt, wir sind das Volk der Stromerzeuger. Wir können direkt und indirekt die Sonnenenergie nutzen und wir müssen sie nutzen. Und das heißt dezentral gegen die zentrale Atommacht, mit der wir konfrontiert sind. Endlich faire Wettbewerbsbedingungen in unserem Lande. Wir wollen, dass der Atomstrom die Kosten trägt, die er tatsächlich verursacht. Und dann ist er nicht mehr der billigste, sondern der teuerste Strom in Deutschland.